Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch mal anhand von Clips mal zeigen, wie ich es mir so durch Zufall geschafft habe, mein Auto abzufangen, wenn es mindestens 45 Grad quer steht, sei es durch einen geöffneten Heckflügel oder wenn man zum Beispiel einen dieser Curbs berührt, die man nicht berühren sollte, wie zum Beispiel in, sagen wir mal, Belgien, also Pohon, oder auch als Beispiel Valencia, in Assetto Corsa, da habe ich mal ein paar Clips für euch vorbereitet, die ich euch jetzt mal hier zeigen möchte. Alter, was passiert hier? Oh Gott! Nein! Scheiße! Ich wurde eingequetscht! Das muss man manchen Leuten... So. Ich musste abkürzen, ich hatte keine. Weiter geht's! Musste keine. So, seht ihr? So kann man die Karre abfangen! So, dann gehen wir mal auf eine schnelle Runde hier in Valencia. Here we go. Habt ihr nicht gesehen? Weiter geht's. Nehmen wir das Ganze einfach als Outlap, ja? So, jetzt habt ihr die Clips alle gesehen und was ist eigentlich genau das Geheimnis, Mike? Im Prinzip ist das Ganze relativ simpel erklärt. Ihr müsst genau in die Richtung lenken, in die euer Auto möchte. Wenn es nach links will, lenkt ihr nach links. Wenn es nach rechts möchte, lenkt ihr nach rechts. Dann bremst ihr dabei und wenn euer Auto so halbwegs wieder gerade steht, macht ihr die Lenkung wieder komplett gerade. Das ist im Prinzip das Geheimnis, was ich euch mit diesem Video zeigen wollte. Ich hoffe, das Ganze konnte euch ein bisschen weiterhelfen, deswegen heute ein etwas kürzeres Video. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu klicken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss und ciao.